89.0 RTL. Big Nick to go. Jeden Freitag. Auf 89.0 RTL.de. Hier ist der Morning Show Podcast jeden Freitag. Mein Name ist Big Nick. An meiner Seite ist Doro. Hallo. Hallo. Über die Guido Maria Kretschmer, der Mann, der am Wochenende heiratet, sagen würde. Sie sieht toll aus, die hat Humor. Ach ja, danke schön, Guido. Toll aus, hat Humor. Danke dafür. Außerdem für dich im Podcast noch der Erik und halt ich, der Big Nick. Hallo. Gott, ihr beiden seid da brummsdämlich. So, vielen Dank. Danke, letzte Guido. Woche gab es den ersten Podcast, den fanden wir alle gut, auch Guido. Ich fand's super. Ja, und deswegen gibt's heute Podcast Nummer 2. Jawohl. Big Nick to go. Guido Maria Kretschmer wird am Wochenende heiraten. Ja, seinen Frank. Große Traumhochzeit auf Sylt irgendwie. Hat er schon bei Shopping Queen die ganze Zeit erzählt. So langsam wäre ich tatsächlich auch ein bisschen neugierig, obwohl ich sonst eigentlich nicht so der Hochzeitsfan bin. Also jetzt diese ganzen Hochzeitsserien und so. Aber beim Guido wird es ja schon ein bisschen spannend, finde ich. Ja, bist du einer von den 200 Gästen? Nein, leider nicht, nee. Ich werde es nur irgendwie danach im Internet und bei Instagram und so mitverfolgen. Genau, einer von den 200, die da draufklicken. Der einzige von uns, der geheiratet hat, war ja Erik. Wir haben in einem ganz, also bei uns waren bei weitem nicht 200 Menschen da, wir haben in einem ganz kleinen Kreis geheiratet. Wir waren am Ende nur zu dritt. In Dänemark haben wir geheiratet, auf einer kleinen Insel. Und das war in einem ganz privaten, kleinen Kreis. Und so ein riesen Trubel mag ich eigentlich auch gar nicht. Also 200 Leute werden mir... Aber die, nicht, wie ich sagen soll. Die Zeremonie war dann nicht auf Dänisch oder so? Nee, die Zeremonie war tatsächlich auf Deutsch. Also wir haben eine Standesbeamtin gehabt, die konnte sowohl Englisch als auch Deutsch und das war auf Deutsch. Wenn natürlich eine 200er Gästefeier für dich nicht ist, wird es ein bisschen schwierig. Du musst ja jetzt nachfeiern. Ja, das stimmt. Die Freundin oder die besten Freundinnen meiner Frau, die... Ja, ich will nicht sagen zwingen, aber sie versuchen uns so in die Richtung sie zu bringen. Sie nötigen euch! Ja, sie nötigen uns nochmal richtig groß zu feiern, weil meine Frau kommt ja aus Albanien und da ist es natürlich nochmal Tradition, richtig, richtig fett zu feiern und sie hat ja irgendwie gefühlt 2 Millionen Familienangehörige. Und wenn ich dann mit meinen 4 Mann oder so da ankomme, das wird schon krass werden. Aber wollen die Freundinnen von deiner Frau nur nochmal feiern, weil so viele Gäste kommen oder weil die einfach nochmal so Instagram-mäßig am Start sein möchten? So Fotos hochladen, die so ganze Deko, die Braut und dann die ganzen Brautjungfern im gleichen Kleid. In Pastellfarben. Pastell, genau. Ja, die so Blumen die halten auch. Und die Beine nach oben schwingen und so. Und Blumenkränze in die Haare. Wahrscheinlich auch ein bisschen für sich selbst. Ja, die feiern das natürlich auch sehr, wenn sie da sich ein bisschen aufhübschen können und feiern können. Klar. Die Woche war natürlich auch ein bisschen witzig. Doro, diese Woche hast du geschmunzelt über ein Video, wo wir uns alle dachten, okay, Doro muss es jedem von uns 100 Mal zeigen in der Redaktion. Ja, ich wollte das einfach mit euch teilen. Ich habe ein Video zugeschickt bekommen und ich habe mich tatsächlich kaputt gelacht. Ihr werdet euch erinnern. Also es ist ein Schwein, ein richtig echtes Schwein, was auf so einem Weg langläuft irgendwie und mit dem Arsch wackelt. Und es hat aus unerfindlichen Gründen einen Stringtanga an. Und im Hintergrund läuft irgendwie so eine Musik mit so einem witzigen Beat und das Schwein wackelt halt mit dem Arsch. Und ich habe das Video bekommen und ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde Tränen gelacht und das in der ganzen Redaktion jedem gezeigt. Das Video findet ihr natürlich jetzt auch auf unserer Podcast-Seite, auf der Homepage drauf. Ja. Ich wette, dass ihr genauso lachen werdet wie wir auch. Na, muss man. Apropos Podcast, es gibt eine ganz tolle neue Sache, die ihr jetzt bei uns haben könnt, und zwar jeden Morgen eine WhatsApp von uns. Das heißt, ihr meldet euch einfach nur an, WhatsApp-Nummer gibt es auf unserer Homepage, abspeichern und dann schickt ihr uns einfach nur Start-News. Jeden Morgen gibt es dann das Wichtigste, was wichtig ist. Das Handy Wichtigste, drauf was wichtig ist. Ja, natürlich. Das da, ist wird sehr noch gut mal, da wird nochmal gesiebt, wird da nochmal. So. Es gibt wichtige Sachen, aber dann suchen wir aus den wichtigen Sachen nur die wichtigen die Sachen wichtigen raus. Sachen raus, genau. So was zum Beispiel wie Heidi Klum, die mit Tom Kaulitz. Wie du es immer sie hat das Sorgerecht ja jetzt bekommen und sie zieht mit Tom Kaulitz jetzt zusammen. Das wird auf jeden Fall gemunkelt, ja. Also ich muss sagen, ich fand es letzte Woche schon krass, als irgendwie diese News kam, oh mein Gott, sie haben sich Partner-Tattoos stechen lassen am Handgelenk. Da dachte ich mir auch schon so, alles klar, die sind ein paar Monate zusammen, irgendwie nicht verheiratet, keine lange Story. Tattoos und jetzt auch noch zusammenziehen, da frage ich mich persönlich vor allem, was macht die mit ihren Kindern? Also die hat ja 4 Kinder, die Heidi. Ja, die hat bestimmt auch 7 Nannies, oder? Ja, naja, aber ziehen die dann alle mit beim Tom ein? Bist du dann 28 Jahre alt und deine Freundin zieht mit ihren 4 Kindern zu dir ins Haus? Ich gehe davon aus, dass Tom Kaulitz jetzt nicht unbedingt nur eine Einraumwohnung hat in Los Angeles. Nee, aber es ist doch trotzdem total verrückt, oder? Doch, vielleicht hat er eine Einraumwohnung, aber halt, es ist halt einfach ein riesengroßes Loft. Also. Ja, und dann wird es doch irgendwo
was geben, wo man einen Zaun hinbauen kann und dann die Kinder da reintut. Also ich finde das nach wie vor ultra verrückt und irgendwie. Du solltest nie Vater werden, Big Nick. Da gibt es irgendwo einen Zaun und da packt man die Kinder da rein. Die werden nicht eingesperrt. Ja, wir sind gespannt, was wir jetzt demnächst von Tom und von Heidi sehen. Vielleicht die ersten Fotos, wie er von Zäunen die Kartons mit ihren Schuhen ins Haus reinträgt. Ach, und ja, sie, wie sie Freude strahlt, alle Zimmer pink streicht. Also es wird auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Das ist unser kleiner Mini-Podcast gewesen. Wir haben so die wichtigsten Sachen der Woche einfach nochmal. Die wichtigsten der wichtigsten Sachen haben wir auch. Ja, das waren die Sachen, die uns nochmal so auf der Seele lagen, worüber wir auch nochmal reden wollten. Also über Guido wollten wir reden und über Heidi Klum wollten wir reden. Und jetzt überlege ich noch, über was ich noch also diese Woche reden möchte. Eigentlich gibt es nichts mehr, außer dass ich nicht weiß, was ich am Wochenende essen soll. Also, oh Gott. Oh. Naja, jetzt nach dem Kaufland übrigens auch noch ultra viele, was, 400 Produkte rausschmeißt. Nestle, Langnese, Axe, Deo ist weg. Lipton-Eistee. Was ist denn Problem? Was ist denn ihr Problem eigentlich gewesen? Das ging um Unilever, die Firma, die ganzen Produkte herstellt. Die wollen nämlich die Preise extrem anheben und Kaufland war da so nett und sagt, nee, wir wollen diese Preiserhöhung nicht auf unsere Kunden übertragen. Und jetzt deswegen knallen die da Produkte raus. Wie soll ich durchs Wochenende kommen? Ich weiß es nicht. Ja. Mal sehen. Vielleicht bin ich am Montag ultra dünn, weil ich gar nichts essen kann zwei Tage. Ja, klar. Keine Alternativen. Also Freunde, dann wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr diese Woche mit uns dabei wart. Und ab nächste Woche seid ihr wieder mit dabei bei der 1000 Euro Morgenwette am Montag dann 9 Uhr Livestream. Da müssen wir nämlich eine aktuelle Wette durchziehen und zwar ein rohes Hühnerei uns entgegenwerfen. 89 Mal. 89 Mal im Abstand von 2 Metern, aber mit dabei auch noch Backofenhandschuhe tragen. Alter. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr kritisch. Ich kann euch aber nur Folgendes verraten. Ich habe sehr schöne Backofenhandschuhe für uns schon bestellt. Okay. Im Netz bei Amazon. Angst, nein. Also ich bekomme Einhornhandschuhe. Oh, ich wusste nicht. Doro bekommt so Bärenprankenhandschuhe. Okay, wow. Und du bekommst Backofenhandschuhe mit so Skelettfingern drauf. Ganz kurz, was bekommst du? Einhornhandschuhe. Ich hoffe, da ist kein Horn drauf, weil dann wird das Fangen noch ein bisschen. Doch, da ist ein kleines Stoffhorn drauf. Ja. Na gut, da aber hast du auch ja Handrücken, den nehme ich uns nicht ja zu wirklich fangen geholfen. Am Montag 9 Uhr, Facebook-Livestream unserer 1000 Euro. Morgen wird ein schönes Wochenende, wünschen wir euch. Und falls ihr uns sehen solltet am Wochenende irgendwo im Sektor, quatscht uns nicht an. Also, bis Montag. Ciao. 89.0 RTL. Big Nick to go. Jeden Freitag. Auf 89.0 RTL.de.